So, jetzt ist die Marlene gekommen und die Susanne und wir machen uns auf zum Tierarzt. Jetzt habe ich den dicken Bobbes von der Susanne vor mir. Rolf, guten Tag. Hallo Rolf. Ja, wenn du Rolf guten Tag sagst, musst du auch allen guten Tag sagen. Hallo alle. Ja, genau. Schaut euch an, was für eine Freude das Hundchen hat. Das sieht jetzt natürlich noch nicht so richtig schön aus, aber ich finde, für den zweiten Tag ist er schon total spitze. Und jetzt gehen wir zum Tierarzt und lassen wieder verbinden, kriegt Creme drauf. Und dann hole ich noch so einen Schutz, den Leute kriegen, die Autounfälle haben. Weil das soll eben verhindern, dass sie sich den Verband wieder abreißt. Ist das nicht ein Liebesding, ha? Hundi! Der freundliche ist der Hund. Freundlich bist du, Hund, ja. Geh mal weg von mir, sonst kann ich dich nicht filmen. Geh mal weg von mir, du. Also ich denke, in ein, zwei Tagen sieht das schon viel, viel besser aus. Übrigens haben diese wunderbaren Beine auch einen Kopf. Ah, Susanne. Voilà. Marlene haben wir schon gesehen. Wo ist er? Hundi! Guck mal auf dein Geschirr, ob das passt. Kann gar nicht richtig laufen, du. Weil der nicht gelaufen ist. Der kann gar nicht richtig laufen. Der weiß noch gar nicht, wie er seine Beine bewegen muss. Der sieht jetzt auch dick aus, aber der ist eigentlich relativ unterernährt. Man sieht das, wenn man dann von oben guckt. Hat sich ja auch seit 6 Monaten nicht bewegt. Hat sich nicht bewegt, nee. Wahnsinnig. Aber ist der nicht freundlich, hä? Also, sie, die Hund. Die Hund ist freundlich. Marlene, unser Deutschprofessor. Pff. Also, wir werden wieder berichten, wenn es was Neues gibt. Tschüss. So, jetzt sind wir beim Tierarzt. Und die Tierärztin ist also total begeistert. Schaut euch an, wie schön das schon zu ist. Jetzt kriegen wir noch Licht gemacht. Wie schön. Okay, da ist es noch ein bisschen offen. Und natürlich dieser untere Teil, der sieht jetzt nicht so schön aus. Aber ich mache es sauber. Und mejor. Hundi! So, jetzt ist die Marlene gekommen und die Susanne. Und wir machen uns auf zum Tierarzt. Jetzt habe ich den dicken Bobbes von der Susanne Marlene, vor mir. Rolf, guten Tag. Hallo Rolf. Ja, wenn du Rolf guten Tag sagst, musst du auch allen guten Tag sagen. Hallo alle. Ja, genau. Schaut euch an, was für eine Freude das Hundchen hat. Das sieht jetzt natürlich noch nicht so richtig schön aus, aber ich finde, für den zweiten Tag ist er schon total spitze. Und jetzt gehen wir zum Tierarzt und lassen wieder verbinden, kriegt Creme drauf. Und dann hole ich noch so einen Schutz, den Leute kriegen, die Autounfälle haben. Weil das soll eben verhindern, dass sie sich den Verband wieder abreißt. Ist das nicht ein Liebesding, ha? Hundi! Guck, ist der freundliche, ist der Hund! Freundlich bist du, Hund, ja! Geh mal weg von mir, sonst kann ich dich nicht filmen. Geh mal weg von mir, du! Also ich denke, in ein, zwei Tagen sieht das schon viel, viel besser aus. Übrigens haben diese wunderbaren Beine auch einen Kopf. Ah, Susanne. Voilà. Marlene haben wir schon gesehen. Es ist einfach unglaublich. Wo ist er? Hundi. Guck mal auf dein Geschirr, ob das passt. Kann gar nicht richtig laufen, du. Weil der nicht gelaufen ist. Der kann gar nicht richtig laufen. Der weiß noch gar nicht, wie er seine Beine bewegen muss. Der sieht jetzt auch dick aus, aber der ist eigentlich relativ unterernährt. Man sieht das, wenn man dann von oben guckt. Hat sich ja auch seit 6 Monaten nicht bewegt. Hat sich nicht bewegt, nee, wahnsinnig. Aber ist der nicht freundlich, hä? Also, sie, die Hund. Die Hund ist freundlich. Marlene, unser Deutschprofessor. Pff.
Also, wir werden wieder berichten, wenn es was Neues gibt. Tschüss. So, jetzt sind wir beim Tierarzt. Und die Tierärztin ist also total begeistert. Schaut euch an, wie schön das schon zu ist. Jetzt kriegen wir noch Licht gemacht. Wie schön. Okay, da ist es noch ein bisschen offen. Und natürlich dieser untere Teil, der sieht jetzt nicht so schön aus. Aber ich mache es sauber und mejor. Ah, ja. Gut. Also sehe, das ist unheimlich schon besser geworden gegenüber gestern. Tiene un poquito de color. Tiene más infusión aquí, mira. Also das, da tun wir jetzt nur noch das sauber machen, machen dann die Creme drauf und dann kommt auf die ganze Sache so ein Halsschutz sozusagen. Das kauft die Susanne gerade in der Orthopädie. Das nehmen Leute, wenn sie dieses Wirbelsäulenschleudertrauma haben. Und dann kann er nämlich anfangen, zu Hause schon mit den anderen Hunden zu spielen. Damit er ein bisschen ausgelastet ist. Guck mal, es schläft. Auch wenn man es nur so sieht, sieht es ja ganz putzig aus, nicht? Also gut, aber auf jeden Fall, sie ist topfit. Und das wird schon, das wird schon. Das brauchen wir viel Creme. Da gibt es so eine ganz tolle Creme. Die habe ich jetzt heute bekommen. Und dann werden wir berichten, wie es weitergeht. Tschüss!